Heute ist ein besonderer Tag mit dem Auftritt der ukrainischen Mannschaft. Wir sind der Ukraine spätestens seit dem Beginn des großflächigen Angriffskrieges im Jahr 2022 sehr verbunden. Heute ist auch der Tag der Ukraine. Auf dem Marktplatz wird das begangen und in der Fanzone werden wir eine große Demonstration der Solidarität mit der Ukraine veranstalten. Und ich freue mich, dass auch viele Redner da sind, die hier signalisieren wollen, wir lassen die Ukraine in dieser schwierigen Zeit nicht alleine. Right now they sing Ukrainian songs, dance Ukrainian dancers, so it's great. Dass heute die Menschen hier draußen in der Stadt Düsseldorf sagen, wir stehen für dieses Land ein, wir stehen für die Ukraine, wir wollen den Menschen zeigen, dass wir an ihrer Seite sind. Und da erwarte ich heute sehr viel Emotionen. It is a very good platform to remind people that the war still continues and that Ukraine is a part of Europe. It is very important to remind about us in every possible way. For me, this is a special day because my brother, who was a soldier and he died 1 year ago, he was a football fan, and for me it's something like really special activity for my family, and as a memory of him, I'm here to support our team and to do the same things which were done by my brother and a lot of Ukrainian men who cannot come here or never will come here or just can't come here, so it's our obligation to be here today. Wo wir hier stehen in Düsseldorf, habe ich gerade meiner Tochter erzählt, dass hier mit der Tribüne von damals, dass dieses Turnier, das wir jetzt heute besuchen im Stadion, das vor 12 Jahren wurde es organisiert von der Ukraine und von Polen. Wie gesagt, es ist beeindruckend auf jeden Fall sehr, dass man das hier sieht. Das habe ich gar nicht erwartet. Ich glaube, der Fußball hat eine wahnsinnig verbindende Kraft und man spürt das eben auch. Und ich glaube, das ist wirklich ein Fest auch der Völkerfreundschaft und der Völkerverbindung. Und das ist besonders wichtig in einer Zeit, in der wir ja leider erleben müssen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Da kann der Fußball einen wichtigen Beitrag leisten, um zu zeigen, man kann sportlich gegeneinander antreten, aber im Übrigen einen uns europäische Werte, die wir gemeinsam hochhalten. Знаємо, що саме так і буде.